Warum müssen wir lernen, mit dem Bösen umzugehen? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, warum müssen wir lernen, mit dem Bösen umzugehen? Sehr wichtiges Thema, sehr starkes Thema auch, mit dem wir uns auf jeden Fall beschäftigen sollten. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Fangen wir an mit der ersten Frage. Warum müssen wir eigentlich lernen, mit dem Bösen umzugehen? Dafür müssen wir erstmal das Böse vielleicht klarer definieren. Was ist das Böse? Ja, manche haben auch gesagt, so ein Quatsch oder ja, es gibt da nur so Organisationen und die sind ja nur böse und so weiter. Und genau, was ich noch sagen wollte, ich habe auch einen Talk gemacht mit Reik, der wird jetzt unten in der Beschreibung verlinkt sein. Sehr interessantes Gespräch geworden. Ich mag den Herrn sehr. Dabei ist das Böse, das sogenannte Böse, ich will mal andere Begriffe dafür verwenden. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, dass ich wesentliche Punkte hier nicht vergesse. Man könnte auch als andere Begriffe für das Böse... So, was er eben gesagt hat, ist halt eine wichtige Sache, weil wir vermuten das Böse immer im Außen und sagen immer, irgendwelche Organisationen, irgendwelche Menschen sind böse und die machen was Böses, die machen was Böses. Ja, die können auch was Böses machen, aber wichtig ist auch zu realisieren, dass wir sowohl Böses als auch Gutes in uns haben. Wir leben in der Dualität. Hier gibt es zu allem auch das Gegenteil. Und das ist auch so die Experience, die wir machen sollen, meiner Meinung nach so. Das zu realisieren und dann uns selbst dafür zu entscheiden, den guten Weg zu gehen. Das, was Gott von uns möchte. Manche sagen Gott und Teufel, manche sagen gut, böse, richtig, falsch. Es ist halt einfach Dualität. Beides ist vorhanden. Und du entscheidest dich selber, welchen Weg du gehst, welchem Weg du folgst. Und ja, es kann eine Challenge sein, aber... ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir hier auf der Erde realisieren sollen und dann den richtigen Weg gehen. Manche Böse sagen, das sind die Kräfte der Zerstörung oder es ist die Kraft, die moralisch falsches Handeln antreibt. Das ist eine sehr schöne Definition. Die Kraft, die moralisch falsches Handeln antreibt. Wild. Oder auch, das ist ein Verhalten, das gegen den Willen anderer gerichtet ist. Also ja. Manipulative, das Verführerische. Wir kennen natürlich so Begrifflichkeiten wie Teufel, Dämon, Satan, Widersacher. Das sind so quasi Begriffe, die versuchen, diese Kraft, ich nenne es mal wirklich nur eine Kraft, zu personifizieren. Letztendlich ist also diese Widersacherkraft, könnte man sagen, Teil des Schöpfungsspiels, in dem wir uns befinden. Und natürlich, wenn wir in diesem Schöpfungsspiel uns bewegen und wir sind sozusagen sowohl den aufbauenden Kräften als auch den zerstörerischen Kräften ausgesetzt, also wir befinden uns als Menschen in einer Art von Spannungsfeld zwischen, wenn wir mal sagen, Gott gut und böse gewandten und Gott abgewandten Wesen, wobei das eigentlich nicht ganz richtig ist, weil letztendlich arbeitet aus meiner Sicht alles für den Schöpfer oder letztendlich sind auch diese sogenannten dunklen Kräfte oder die Widersacherkräfte Teil eines viel größeren Plans. Den gucken wir uns jetzt auch gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und die haben eine wichtige Aufgabe. Ja, das muss man einfach klar sagen. Und dadurch bedingt, dass wir Menschen... Es gibt ja Gut nur wegen Böse. Wenn es Böse nicht geben würde, dann würde es Gut auch nicht geben. Weißt du, wie ich meine? Genauso wie es das Leben nicht geben würde, wenn es Tod nicht geben würde. Deswegen, ja, stimmt schon. Es gehört halt mit zum Plan dazu. Auf jeden Fall. Es ist wie so ein Test, kann man sich das vorstellen. Auch in unserer Vielschichtigkeit, auch in der grobstofflichen, feinstofflichen Ebene vertreten sind, mit also einem multidimensionalen Körper, könnte man sagen, also viele Schichten. Unterliegen wir auch den Gesetzen der Materie. Man könnte auch sagen, das Dunkle, das Böse in Anführungszeichen, wirkt hauptsächlich in der materiellen Welt. Also in der, ja, der grob- oder feinstofflichen materiellen Welt. Und dort sind wir diesen Kräften ausgesetzt. Das heißt, sie sind Teil unseres Hierseins in der Grobstofflichkeit. Deswegen müssen wir Dualität lernen, mit ihnen umzugehen. Und es gibt einen ganz einfachen, soll man sagen, bestimmen wir selbst das Böse oder und Gute oder wird es durch Gott gelenkt? Gute Frage, Mercedes. Meiner Meinung nach wird es durch Gott gelenkt, insofern, dass wir es fühlen können, wenn wir bewusste Menschen sind. So. Ich glaube, wir haben alle einen Kompass in uns verankert, weil wir alle auch ein Teil von Gott sind quasi und diesen göttlichen Teil in uns drin haben, sodass wir genau fühlen können, was richtig und was falsch und was gut und was böse ist. So. Wir merken das. Aber das geht halt nur, wenn du einen Zugang zu deinem göttlichen Teil hast, so, weißt du? Und, ja, eigentlich sollten wir uns alle darauf konzentrieren, diesen Zugang zu unserem göttlichen Teil zu verstärken. Am besten jeden Tag.
Grundsatz oder ein Leitsatz, an dem man sich sehr gut orientieren kann. Und zwar lautet der, wir müssen lernen, diese dämonischen oder dunklen Kräfte in uns erstens zu erkennen und dann aber auch zu kontrollieren. Und die göttlichen Kräfte in uns müssen wir lernen zu kultivieren. Und ich möchte mal ein bisschen genauer jetzt diese verschiedenen Wesensmerkmale des Dunklen hier kurz benennen, damit wirklich es klarer wird. Sonst bleibt das immer so eine abstrakte, nebulöse Formulierung. Na, Leon, das ist eine problematische Sichtweise. Es kann nur gut geben, ohne dass es Böse gibt. Wir können einander alle lieben. Es muss keine Bosheit geben. Bruder, wenn es Böses nicht gibt, was ist dann gut? Du kannst doch nur sagen, was gut ist, wenn es auch was Böses gibt. So. Wir leben in der Dualität, es gibt zu allem das Gegenteil. Zu allem. Mann, Frau, richtig, falsch, gut, böse. Deswegen gibt es auch nur zwei Geschlechter. I like that. So, was, also weißt du, wie ich meine? Da kannst du, das ist halt, wir leben halt in der Dualität. Wir leben hier auf der Erde, wo es zu allem auch das Gegenteil gibt. Und du siehst das ja auch. Du siehst ja auch, wie böse Dinge passieren. Deswegen, das, also du kannst es nicht ignorieren oder wegreden und sagen, es gibt das nicht. Du kannst dich auf das Gute konzentrieren. Das finde ich auch gut, das Mindset so, weißt du? Und selber versuchen, dich nur auf deine guten Teile zu konzentrieren, weißt du, wie ich meine? Aber, Bro, wir kennen das alle als Menschen. Jeder hat von uns diesen Zwiespalt manchmal oder jeder kommt in seinem Leben mal in die Situation rein, wo er merkt, wie auch böse Kräfte in ihm wirken und er da bewusst gegen kämpfen muss, damit es keine Überhand nimmt. Jeder kennt das, Bruder. Wir haben das alle durchgemacht. Egal bei welchem Thema, so, weißt du? Deswegen, ja. Und, ich werde da mal so ein bisschen was von Rudolf Steiner hier zitieren, beziehungsweise ich habe mir das mal so zusammengeschrieben. Du checkst es gerade nicht, Sumba. Du checkst nicht, dass du, wenn du sagst, wenn du jemandem was Gutes tust, nur sagen kannst, dass du jemandem was Gutes tust, weil du auch, weil es das Böse auch gibt. Sonst könntest du Gutes gar nicht definieren. Das funktioniert nicht. Genauso wie du Helligkeit nur definieren kannst, wenn es auch Dunkelheit gibt. Es geht nicht anders. Ich weiß nicht, wie ich das noch erklären soll. Könnt ihr ihm helfen? Er unterscheidet ja bei diesen Widersacherkräften grob gesagt drei Fraktionen. Ja, einmal sozusagen die luziferische Kraft, die arimanische Kraft und die asurische Kraft. Und ich möchte jetzt mal kurz dazu was sagen, wodurch diese Kräfte jeweils gekennzeichnet sind. Dann sieht auch jeder, dass diese Kräfte Teil unseres Lebens sind, ja. Ist nicht also so, da läuft einer mit Hörnern rum und den müssen wir einfach meiden, sondern diese Kräfte, diese Wirkkräfte sind Teil von uns. Ja. Ja. Und deswegen müssen wir lernen, mit ihnen umzugehen. Deswegen, weil sie eben Teil unseres Hierseins sind, müssen wir auch lernen, mit ihnen umzugehen. Wir müssen sie erkennen, wir müssen verstehen, wie sie wirken und dann müssen wir selber entscheiden. Das ist auch wichtig, damit wir auch wissen, von was wir uns fernhalten zum Beispiel. Wir ihnen sozusagen hier die Bühne überlassen, durch uns, oder ob wir lernen, sie zu kontrollieren. Gut, fangen wir mal an mit dem luziferischen Prinzip oder den luziferischen Kräften. Diese Kräfte offenbaren sich im Hang des Menschen, sich in Abstraktionen zu verlieren, das heißt abzuheben von der eigentlichen Wirklichkeit, also sich irgendwelchen illusorischen Vorstellungen hinzugeben. Es geht also um das Thema illusorische Selbstüberschätzung mit dem Bedürfnis nach Perfektion, also der Wunsch, keine Fehler zu machen. Das ist schon Wirkung der luziferischen Kraft. Es ist die geistige Kraft, die uns mit ihrem negativen Aspekt in irreführende geistige Dimensionen treibt. Das heißt, religiöser Fanatismus, Terrorismus, jede Form von Ideologie, die keinen Realitätsbezug hat. Und jede einseitige Form von geistiger Übertreibung, das ist ein Ausdruck von diesen luziferischen Kräften. Also zum Beispiel, krass, ich sag mal, die kommunistische Ideologie. Das ist eine Ideologie, die mit dem Menschen nicht viel zu tun hat. Ja, das ist eine Ideologie, die alle letztendlich irgendwie gleich machen will, aber das entspricht ja nicht unserer wahren Wesensnatur. Wir sind ja nun mal auch sehr individuell. Das heißt also, wenn man mit künstlichen Ideologien versucht, Menschen irgendwie ja zu dressieren oder zu beherrschen, dann wirken schon diese Kräfte.
Es geht aber auch um das Thema. Macht aber auch Sinn, ne? Wenn man Dinge versucht zu benutzen, um andere zu manipulieren. Es geht für mich genau auch in diese luziferische, teuflische Richtung. Egomanie. Also wenn Menschen extrem egoistisch werden, wenn dieser Ego-Kern überstark vertreten. Das ist mir auch schon passiert so. Da habe ich das zum Beispiel auch gemerkt so. Viel zu egoistisch unterwegs gewesen. Nicht so viel Rücksicht auf andere Menschen genommen und so. Und das reflektierst du dann und dann merkst du, dass das nicht gut ist. Dann sind das auch bereits luziferische Neigungen. Das heißt, ein selbstsüchtiges Verhalten beziehungsweise eine selbstsüchtige Persönlichkeitsentwicklung ist auch schon Teil dieser luziferischen Kräfte. Das heißt, unsere Aufgabe ist es letztendlich, in uns diese verschiedenen Energiequalitäten, nenne ich es mal jetzt mal ganz neutral so, mehr oder weniger im Gleichgewicht zu halten und zu erkennen, welche Energiequalitäten zum Beispiel zu den luziferischen Kräften oder zu sehr, sehr interessant, Bro. Luziferischen Seiten gehören. Dazu gehört zum Beispiel auch das Spiel mit der Lust, die sinnliche Begierde, aber auch die Eitelkeit und der Stolz sind auch Teil der luziferischen Fraktion. Dann kommen wir mal zur zweiten Fraktion. Fühl ich. Das sind die arimanischen Kräfte. Ariman, vielleicht nochmal so als Begriff. Der ist ein guter, Digga. Das habe ich sofort gemerkt. Deswegen habe ich nach der ersten Reaction, die ich auf den gemacht habe, schon direkt nach dem Talk gefragt. Kann man auch als Satan, Antichrist, Fürst der Finsternis bezeichnen. Das sind verschiedene Begriffe für diese Kraft, für diese Wirkkraft. Wirkt ein bisschen anders, hat natürlich auch Überschneidungen. Aber grob gesagt inspiriert dieses Arimanische den Menschen, seine tierische Natur hemmungslos auszuleben. Mhm. Die Bequemlichkeit zu suchen und die Technikentwicklung so zu lenken, dass der Mensch immer mehr zum passiven Konsumenten wird. Gute Überleitung vom letzten Video. Jetzt guck dir mal unsere heutige Zeitqualität an. Dann weißt du, welche Kräfte wirken hier gerade. Wer hier sehr stark gerade wirkt, vor allen Dingen in der westlichen Kultur. Ariman wirkt in den Geldflüssen, Sachzwängen und technischen Entwicklungen. Er ist die Täuschung, Lüge und Verblendung. Es geht hier vor allen Dingen um das materialistische Denken. Er arbeitet mit Hass, Neid und hat den Hang zu Macht über andere. Ariman ist jene Kraft, die den Menschen in die Materie zieht und somit verantwortlich für den Materialismus ist. Deswegen sagt man auch, Ariman ist der Herrscher über die Materie. Krass, Bro. Das heißt, wir sind in seinem Reich. Wir sind sozusagen, wir sind zwar nicht von diesem Reich, aber wir leben ein Stück weit mit den grobstofflichen und einigen feinstofflichen Aspekten in der materiellen Welt und damit unterliegen wir diesen Kräften. Das heißt also, wir müssen lernen. Wir müssen halt realisieren, dass wir mehr sind als das. So, das ist so die ultimative Challenge hier auf der Erde, meiner Meinung nach. So, zu realisieren, dass wir in einer materialistischen Welt leben, dass wir in dieser Welt leben, aber dass wir mehr sind und dass unser Kern und unsere Seele nicht von hier ist, sondern nur eine Erfahrung hier macht. Und dann kannst du ganz anders damit auch umgehen, weißt du? Zwischen diesen beiden Extremen sozusagen die goldene Mitte zu finden, quasi den Christus in uns. Ja? Den Christus in uns, Digga. Heftig gesagt. Es also Ariman versucht uns in die tiefsten materiellen Verstrickungen zu ziehen. Luzifer versucht uns in die geistigen Nebelwelten zu ziehen, also ins andere Extrem. Und die Kunst ist es, sozusagen die goldene Mitte zu finden. Es gibt noch eine dritte Fraktion, die sogenannten Asuras. Die sind ein bisschen ähnlich wie die... Digga, was hat er sich alles reingezogen? Ich finde das voll faszinierend beim Reik. Der hat so viele verschiedene Themenbereiche auch, wo der wirklich viel auch zu sagen hat. So, ne? Ich finde es voll interessant, so einfach Gedankengänge von anderen Menschen, die so entwickelt haben, mal aufzunehmen und dann in mir wirken zu lassen und meine eigenen Gedanken dazu zu machen. So, weißt du? Wild. Arimanischen Kräfte. Die haben aber auch eine Aufgabe, nämlich sie sind Erzieher der Menschen zur Selbstständigkeit. Da kommen wir nachher nochmal zu, wenn es um die Lernaufgaben geht, die wir, war auch eine Frage, die wir jetzt haben. Es geht nämlich auch darum, uns, ich sage mal, zu einem gesunden Egoismus zu entwickeln, einen gesunden oder ein edler Egoismus im Gegensatz zu diesem verwerflichen Egoismus, der sich auch über andere stellt. Das ist ja nicht gemeint. Weil es geht hier um die Balance, wie er es schon gesagt hat, die Mitte zu finden. Darum, jetzt in dieser heutigen Lernepoche oder Zeitqualität für den Menschen, den Freiheitsgedanken aus. Das ist halt voll wichtig, ja, auch so zu verstehen im Endeffekt. So.
Ich weiß halt nicht, da habe ich mich noch nicht selber entschlossen, ob das möglich ist, überhaupt egofrei in der Dualität zu leben und vollkommen spirituell zu sein, also nur noch ein spirituelles Wesen zu sein, weil du bist ja immer noch in dem Körper und hast dir eine Erfahrung in der Materie quasi, und ich glaube nicht, dass es gesund wäre zu sagen, ich will diese Erfahrung nicht leben, weißt du? Deswegen glaube ich auch, so wie er es gesagt hat, dass es eigentlich voll wichtig ist, die Balance zu finden, diese Mitte zu finden mit diesen ganzen Kräften, die wirken und diesen ganzen Sachen, die passieren. Den guten, ich glaube, es gibt einen Weg, das ist ein schmaler Grat, aber es gibt einen Weg, im Balance zu leben. Zu leben. Das ist sozusagen eine wichtige Lernaufgabe. Und dafür brauchen wir natürlich auch dieses Ego in uns, das uns sozusagen... Der Bre könnte mich stundenlang zutexten. Ja, ne? Der hat so Vibes irgendwie. Ja, hat eine wichtige Aufgabe. Asuras oder diese asurischen Kräfte verführen den Menschen zu Atheismus, Materialismus und Darwinismus. Also die reichen sich sozusagen die Hand mit den anderen arimanischen Kräften, also das Materialistische. Sie stacheln im Menschen die tierischen Triebe und Leidenschaften an. Sie wirken primär auf den physischen Körper des Menschen. Und ihr Einfluss ist sehr stark auf das sexuelle Leben, sexuelle Rituale und Verwirrungen in dem Bereich. Das sehen wir heutzutage auch extrem. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben so. Es ist einfach so, wenn du nur diesen tierisch-animalischen Gelüsten in dir folgst, so hast du eine andere Experience, als wenn du versuchst, das zu kontrollieren und in deiner Mitte zu sein. Das merke ich bei mir auf jeden Fall. Wenn man sich mal von diesen ganzen Sachen ein bisschen trennt, so, zu einem gewissen Maße, merkst du auf einmal, wie die Experience, also die menschliche Experience, sich verändert. So. Ich sag dir ehrlich, also ich merke richtig, so richtig krass sogar dann teilweise, wie ich so, keine Ahnung, wenn ich mal einfach ein paar Tage oder ein, zwei Wochen nichts mache, was sexuell ist, so, dann nehme ich auf einmal die Welt anders wahr ein bisschen. Weißt du, man riecht anders, man guckt anders, man fühlt anders so. Man ist anders, energetisch einfach anders unterwegs. Das ist crazy. Man könnte auch von einem Sumpf der Sinnlichkeit sprechen oder auch die Verstärkung von sexuellen Ausschweifungen und Leidenschaften. Also das, was wir momentan in der Gesellschaft sehen, das konnte man, ich finde, in den letzten 20, 25 Jahren sehr gut sehen, wie auch, ich sag mal, das Fernsehprogramm sich verändert hat und generell brutale Übersexualisierung. Medienlandschaft, es wurde immer mehr sexualisiert. Ja. Das heißt, die Pornografie wurde zu einer Art von Kunst erhoben. Es ist so. Ergreift immer mehr. Digga, das merkst du, wenn du versuchst, dich da ein bisschen von zu trennen, so eine gesunde Balance zu finden wieder in dieser übersexualisierten Gesellschaft. Digga, ich habe gar keinen Bock mehr, Instagram und so aufzumachen, weil ich da, überall sind halt nackte Girls. Weißt du, wie ich meine? Überall wirst du mit Sex konfrontiert und irgendwelchen sexualisierenden Sachen und so. Das fällt halt einem immer schwerer in dieser Welt überhaupt mal so zu gucken, ey, lass mal gucken, ob man sich davon mal trennt und mal gucken, wie man sich dann fühlt und so, dann merkst du auf einmal, das ist gar nicht so einfach. Weißt du, wie ich meine? Danke für deine 100 Bits, Cousin. Pausing. Fluss auf die Lebensbereiche und vor allen Dingen immer mehr jüngere Menschen. Und das, diese Wirkung, diese Einflüsse, das sind diese dunklen, in Anführungszeichen, Wirkkräfte, die jetzt hier zu sehen sind. Das heißt, momentan haben die eine sehr große Präsenz auf der Weltbühne durch diese Eigenschaften, die sie jetzt hier verkörpern. Ja, das muss man also verstanden haben. Und wir Menschen müssen jetzt lernen, erstens sie anzuerkennen, sie sind da, wir können sie nicht wegdiskutieren, weil sie sind ja Teil der materiellen Welt. Erstmal bewusst zu werden und das wahrzunehmen, weißt du? So. Der Lukas hat es auch gerade gesagt, wenn man das Jahre später checkt, ist die Erkenntnis so krank, welche Mechanismen einen jahrelang gesteuert haben, ohne es zu merken. Wild. Bro, wild. Ganz wild. Und dann auch der Effekt, wenn man dann schafft, sich davon zu trennen oder sich neu zu programmieren oder gewisse Verhaltensmuster zu hinterfragen. Die Experience. Wild. Wenn wir die jetzt alle weghaben wollten, dann würde es die materielle Welt nicht mehr geben. Punkt 1. Punkt 2. Wir müssen aber lernen, sie in uns zu kontrollieren, weil auch wir haben natürlich diese Kräfte irgendwo in uns. Ja, ja, ja. Und wir ja. müssen dank des freien Willens lernen und letztendlich, das ist ja die Aufgabe, uns diesen Verführungen und Versuchungen auszusetzen, aber uns trotzdem immer wieder zu zentrieren, immer wieder die goldene Mitte finden, Christus in uns, wenn man so möchte, diese Christuskraft. Ja. Gut gesagt, ja. Das ist sozusagen auszusetzen und dann wieder zu zentrieren, fühle ich. Lernaufgabe.
Und das ist keine einfache Aufgabe. Und das auch, weißt du, da bin ich auch so, da bin ich auch einer, der sagt, so, das ist gut gesagt, weil man sollte sich auch nicht, wenn man dann wieder sich mal vielleicht zu krass hingegeben hat oder merkt, dass man zu viel in diesem Lustmaterialismus oder was auch immer gefangen ist und sich dann wieder zentriert, sich dann selbst nicht steinigen dafür so. Ist okay, Bro. Solange du wieder zurückkommst und solange du wieder zurückfindest in deine Mitte rein, ist alles gut. Weißt du, ist alles gut. Sollte alles genauso sein. Musst du dich nicht für schämen oder so. Das ist nämlich auch wichtig, dass man sich nicht zu krass schämt für Sachen, die man vielleicht mal tut, wo man denkt, ah, das war jetzt ein bisschen unnötig. Zumal wir ja auch durch diese Kräfte davon abgelenkt werden, zu verstehen, dass es diese Kräfte gibt. Das heißt, sie täuschen uns ja. Sie sagen, sie machen uns unbewusst. Es gibt da gar keine Bösen, es gibt da gar keinen Teufel, es gibt da gar keine was weiß ich, sondern ihr seid frei, ihr könnt machen, was ihr wollt, das ist alles toll, ihr seid das Endprodukt der Affenevolution, ihr seid höher entwickelte Tiere, lebt doch eure tierische Triebe aus und so weiter und so fort. Das ist ja das, was wir momentan sehen, diese totale Sittenverfall in der Gesellschaft. Das ist das Wirken. So, Digga, ich sag dir auch ehrlich, ich bin mir auch sicher, dass, was wollte ich gerade sagen? Das hat ja auch einen Grund, dass so ein paar Thematiken, ne, zum Beispiel dieses einfach so, wieder Thema Sex außerhalb der Ehe oder promiskuitiv zu sein, Digga, ist ja in jeder Glaubensrichtung und Religion eigentlich Thema, so, weißt du? Und das wird immer gesagt, man sollte sich da auch zu einem gewissen Maße irgendwie disziplinieren. Und das hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Das sollte man einfach mal checken, so. Es hat einen Grund. Dieser Kräfte. Der Felix freut sich voll. Er hat gute Vibes auch, ne? Ist ein positiver Cousin. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie sie arbeiten. Damit man dann bewusst Kraft seines freien Willens sagen kann, nein, danke. Ja. Das ist sozusagen die Lernaufgabe. Ist nicht einfach, aber notwendig. Möglich. Damit und möglich auch. Wir uns individualisieren. Ja. Wir werden sozusagen jetzt erwachsen gemacht. Und als Erwachsene oder als Heranreifender müssen wir uns natürlich auch bestimmten Kräften aussetzen und selber entscheiden, ob wir das gut finden, ob wir uns denen hingeben, weil sie machen uns ja nur Angebote, oder ob wir sagen, nee, ich weiß, wohin das führt, ich sehe die Konsequenzen, möchte ich nicht. So. Dann können die auch nichts machen, wenn wir so einfach einen guten Umgang entwickeln. Sagen, wir wollen das nicht. Wir erkennen sie zwar an, wir bekämpfen sie nicht. Wir sagen nur, okay, ihr seid da, ihr arbeitet so und so, ihr macht das und das, ihr wirkt so auf mich, aber ich will das nicht. Können die nichts machen. Gibt keine Kraft, die stärker ist als der Freiwillige, die sagt, nein, ich mache es so, ich entscheide mich so. So. Und das ist die Lernaufgabe. Und das bedeutet ja auch, dass du dich nicht als Opfer der Umstände siehst, dieser Wirkkräfte. Dass du sagst, ich kann nicht anders und ja, ich bin jetzt in irgendeiner Sucht gelandet, ja. Sondern dass du sehr wohl was sagen kannst. Du kannst dich immer wieder anders entscheiden. Und das ist die Lernaufgabe, die wir jetzt haben. Genau so. Dafür sind die da. Das heißt, deswegen müssen wir lernen, mit ihnen umzugehen. Geil gesagt, ne? Fühl ich, Bro. Ich mag Reik. Sag ich euch so, wie es ist. Ich mag den Reik. Liebe geht raus an Reik. Nochmal, der Talk von uns beiden ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ich liebe euch. Schreibt mir auch gerne eure Gedanken zum Gesagten unten in die Kommentare rein. Ich finde, er hat es echt gut zusammengefasst. So. Also großteils würde ich das schon unterschreiben, was der Reik da so erzählt hat. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Alter.